Als Kind fand ich die Zeit unangenehm, weil sie so endlos war, weil sie so endlos langsam verging. Das Wort in seiner unmittelbaren Bedeutung von endlos durchdrang mein Fühlen und Denken. Eine meiner frühesten Erinnerungen besteht darin, dass ich aus einem mir nicht mehr bekannten Grund Mittagsschlaf halten sollte, was sonst unüblich war. An Schlaf war jedoch nicht zu denken und ich langweilte mich furchtbar. Ich sah alle Augenblicke auf den tickenden Wecker, dessen Minutenzeiger sich in so winzigen Sprüngen weiter bewegte, dass die mir verordnete Stunde unvergänglich schien. Mein Verstand reichte aber schon aus, um zu begreifen, dass sich dieser Zeiger trotzdem bewegen müsste. Ich hielt mir den Wecker ganz nah vor die Augen und fixierte das Ende des Minutenzeigers. Würde ich die Bewegung des Zeigers wahrnehmen können? So bestand Hoffnung darauf, dass diese unerträgliche Langeweile einmal vorbei sein würde. Würde ich die Bewegung nicht erkennen, dann... ja, dann würde diese Tortur wohl ewig währen. Ja, ich konnte die Bewegung des Zeigers sehen. Nein, es war nichts zu sehen. Da endet die Erinnerung. Würde ich darüber in einer Erzählung schreiben, erfände ich selbstverständlich, wie das Kind gerade, weil es sich so anstrengt, um die Zeit sehen zu können, darüber einschläft und so der Herrschaft der Zeit entkommt. Sehr genau kann ich mich an den Ausspruch meiner Großmutter erinnern: Das Leben ist nur ein Augenblick. Kaum hat man richtig hingesehen, schon ist es vorbei. Ich verstand meine Großmutter nicht. Sie musste doch wissen, dass dies nicht stimmte. Das konnte selbst ich in jedem Augenblick überprüfen. Im Gegenteil, jeder Tag, jeder Morgen, jede Tageszeit dehnte sich derart in die Länge, dass es mir völlig unverständlich war, wieso meine Großmutter mir solch eine Lüge aufzutischen wagte. Meine zweite Erfahrung mit dem Vergehen der Zeit, an die ich mich erinnern kann, ist unspektakulär und heute kaum nachvollziehbar. Meine Großmutter hatte mir gesagt, es sei Frühling. Draußen wurde es grün. Das bedeutete für mich, wir lebten also im Frühling. Aber irgendwann sagte sie, wir lebten gar nicht im Frühling. Nein, es ist im Sommer. Draußen ist Sommer. Aber sie hatte mir doch gesagt, wir lebten im Frühling. Und nun sollten wir im Sommer leben? Was stimmte denn nun? Was stimmte denn nun? Mit 14 und 15 und 16 war jeder Tag ein neues Leben. Und wenn nicht jeder Tag, so doch zumindest jede Woche. Woche für Woche war ich am Sonntagabend ein anderer Mensch. Ein ganz anderer. Aber so sehr ich mich auch veränderte, die traurigen Sonntagabende würden sich niemals verändern. Bis zur ersten Liebe. Die Ungeduld auf den Montag, um sie wiederzusehen. Die Ungeduld, dass es endlich Montag werde. Ich war so ungeduldig, weil ich sie erst am Montag wiedersehen würde. Ich hielt meine Ungeduld kaum aus, sie erst am Montag wiedersehen zu können. Warum war ich nur so ungeduldig? Ich wusste doch, dass ich sie am Montag wiedersehen würde. Warum eigentlich konnte ich sie erst am Montag wiedersehen? Warum war ich so ungeduldig? Ich brauchte nicht ungeduldig zu sein. Der Montag käme mit Sicherheit und ich könnte sie wiedersehen. Ja, eines schönen Tages würde es plötzlich wieder Montag werden. Ich brauchte den Montag nicht ungeduldig zu erwarten. Ich brauchte nicht ungeduldig, den Montag herbeizusehen. Für sie wäre es doch vollkommen gleichgültig, ob es Montag würde oder für immer Sonntag bliebe, denn ihr konnte es doch vollkommen gleichgültig sein, ob jemand, den sie nicht kannte, mit dem sie noch nie ein Wort gesprochen hatte, den sie womöglich noch nie wahrgenommen hatte, am Sonntag oder am Montag an sie dachte, also immer und immer heißt immer und wird auch immer heißen, sonntags wie montags, immer. Zeit.
meine Armeezeit. Die Zeit bei der Armee. Anderthalb Jahre, 18 Monate. Vom 4. November 1981 bis zum 28. April 1983. Innerhalb der Kasernenmauer verlangsamte sich die Zeit wieder zum Tempo der Kindheit. Jeder Tag eine Aufgabe, die es galt, hinter sich zu bringen. Jetzt erst mal bis Weihnachten. Dann Ostern. Dann bis zum Ende des ersten Halbjahres. Dann bis zum Ende des zweiten. Dann wieder bis zum Geburtstag. Dann Weihnachten. Noch ein Silvester. Noch ein Ostern. Die Zukunft entfernte sich mit jedem Gedanken mehr. Was sagte das schon? 18 Monate. Diejenigen, die sich für 3 Jahre verpflichtet hatten, begriffen erst jetzt, dass 3 Jahre nicht 3 Jahre waren. Innerhalb der Kaserne galt eine andere Zählung. Im Herbst 1989 dehnte sich jeder Tag von den Frühnachrichten bis zum Sendeschluss, ohne dass genügend Zeit geblieben wäre für alles, was man tun wollte. Es war unnötig, Tagebuch zu schreiben, weil doch jeder Tag unvergesslich war, ein für allemal gespeichert im Gedächtnis. Erst als wir aufhörten, die Welt zu verändern und das Fertige wählten, fühlte ich mich von der Zeit überrumpelt. Es war das Gefühl, überflüssig zu sein. Plötzlich wurde mir auf die Schulter geklopft. Auch du kannst es schaffen, wenn du dich anstrengst und die Ärmel hochkrempelst. Was schaffen? Den Weg nach oben, zu Geld und Anerkennung. Wenn mich in jener Zeit etwas nicht interessiert hatte, dann waren es die eigenen 4 Wände. Und plötzlich ging es nur noch um die eigenen 4 Wände. Zurückgestoßen ins private Glück, wo doch das eigene Glück unauflöslich mit dem Glück aller verbunden sein sollte. Dies war die Rückkehr aus der Zukunft. Jetzt gab es nur noch Gegenwart. Die Zukunft war in der DDR von offizieller Seite her notgedrungen positiv besetzt gewesen. Doch auch ich hatte, wie die meisten anderen, Erwartungen an die Zukunft, mit denen sich Hoffnungen auf eine bessere Gesellschaft verbanden. 1990 kam uns der Begriff der Zukunft abhanden. Zukunft konnten wir nur noch als graduell verbessertes Heute denken, aber nicht mehr als etwas anderes. Wir waren ja bereits in der besten aller Welten angekommen. Der Kampf war entschieden. Der Sieger der Geschichte stand fest. Was der Westen gemacht hatte, war richtig, was der Osten gemacht hatte, war falsch. Den Schlussstein lieferte die These vom Ende der Geschichte. Als wäre die Menschheit mit der Implosion des Ostblocks wieder in den ihr gemäßen Naturzustand versetzt worden. Zukunft gab es entweder als privat-familiäre Angelegenheit, auch du kannst es schaffen, oder als Wachstumsprognose, oder als ökologische Katastrophe. Die Vorstellung einer Alternative zum Bestehenden war aus den Köpfen verschwunden. Ja. Es ist notwendig. Es ist notwendig zu erzählen. Narrare, ne Kesse est. Ist notwendig. Erzählen. Zu erzählen. Narrare. Es ist notwendig zu musizieren. Es ist notwendig. Es ist notwendig zu erzählen. Erzählen. Sizieren. Kanere. Narrare, ne Kesse est. Kanere, ne Kesse est. Es ist notwendig zu erzählen. Es ist notwendig, es ist notwendig zu musizieren. Zu musizieren. Es ist notwendig, es ist notwendig zu erzählen. Zu erzählen.
Narare. Narare. Nekesse. Nekesse. Est. Canere. Canere. Nekesse. Nekesse. Canere. Est. Nekesse. Est.